Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dungeon Defender 2. Heute geht es um die Vorbereitung für Chaos 6. Endlich. Es geht los. Und zwar müssen wir unser Setup für Chaos 6 ein bisschen überdenken, denn Chaos 6 arbeitet anders als Chaos 5. Heißt, wenn wir uns mal ganz kurz die Gegner hier angucken für Chaos 6, na, Info, dann sehen wir, wir haben einmal die Hex-Thrower, das sind die besseren Javelin-Thrower, also die Typen mit dem Speer, und die schießen von sehr, sehr weit. Also die können quasi vom Spawn aus, von ihrem Spawn aus, quasi in die Mitte der Map schießen, was echt nervig ist. So, das sind, ja, fiese kleine Viecher, aber dagegen haben wir eine ganz gute Defense. So, dann haben wir Dark Assassins, aber nicht so viel wie in Chaos 5, also die Viecher, die dir auf den Rücken springen, dich fesseln und dann auf dich einstechen, die wir halt runternocken müssen, aber das kriegen wir auch hin. Es wird Berserker geben, ganz normal die Ork-Ladies, die, ne, die typischen, die so viel Schaden machen mit ihrem Schwertchen in der Hand. Dann gibt es Geoden wieder. Das heißt, Projektile sind schon mal tabu, denn Geoden reflektieren die und damit können wir unsere eigenen Tower zerstören. Und es gibt Vanguards, also die kleinen Goblins mit dem großen fetten Schild von vorne. Das heißt, auch die mögen keine Projectiles. Deswegen müssen wir uns hier vor allem darauf beschränken, Bodenattacken bzw. Flächenschaden zu nehmen, was nicht Projektil ist. Heißt Cannon Tower hier zum Beispiel No-No, denn das ist Projektil. Oder das hier ist auch Projektil, was Bodenattacken wären. Nehmen wir mal den Monk. Natürlich einmal Flame Aura wäre da so ein Kandidat. Oder eben zum Beispiel die Lightning Strike Aura. Die nutzen wir allerdings nicht, weil wegen die ist nicht so gut. Und unser Nonplusultra ist in dem Fall, nein, nicht du, sondern du, die Eevee. Eevee hat nämlich diesen wunderschönen Tower namens Reflect Note. Und die reflektet quasi Projectiles. Heißt, die Javelin, die Hex-Thrower können ja hier nicht durchschießen. Es wird zurückgeworfen und dementsprechend sind wir quasi geschützt vor diesen blöden Speeren, die uns sonst alles kaputt ballern, was nicht nied- und nagelfest ist. Zum Beispiel unsere Barrikade. Und ja, deswegen ist das unser Nonplusultra. Wenn ihr Eevee nicht habt, dann könnt ihr euch, wenn ihr auf C6 zusteuert, die entweder halt zusammenfarmen oder es geht auch anders. Aber wir werden halt mit der Eevee spielen. Und es gibt aber auf YouTube noch genug Guides, die erklären, wie es auch ohne Eevee geht. Nur mit Eevee ist halt sehr viel einfacher wegen den Javelin-Throwern. Hex-Throwern, man muss halt nur gucken, wo sie sind, wo sie stehen und dann da halt vor allem die Fenster hinbauen, damit man sie da wegkriegt und sie nicht ewig auf die Barrikaden schießen können, sondern möglichst schnell sterben. Denn die bleiben wirklich sehr nah an ihrem Spawn stehen, denn die können echt verdammt weit schießen. Yes. So, unser Setup wird daraus bestehen und zwar einmal... Dieses Mal aus unserem Squire Walls, nicht mehr die von der Mystique, denn die waren zwar ganz gut zum Wabbeln von den ganzen Assassins, aber das ist diesmal nicht ganz so Assassin-schwer. Von daher ist es okay so, wir haben andere Sun-Möglichkeiten. Dann, die hat jetzt hier auch sogar mehr Leben. Ich habe hier drauf natürlich ein dickes Totem, das beste Totem, was ich besitze. Mit dem, also was eigentlich ist es wurscht. Was raufkommt. Wichtig ist halt nur natürlich Fortification, klar, mehr Leben für die Wand. Dann ist immer ganz gut, wenn man was hat, wenn was triggert, wenn das Ding Schaden kriegt, weil es dazu da ist, um Schaden zu kriegen. Und der Rest ist eigentlich wurscht, könnt ihr euch aussuchen. Es gibt ja auch inzwischen, also ich habe noch die ganzen alten Sachen, das heißt, inzwischen kriegt man ja auf zum Beispiel legendäre Sachen, kriegt man ja inzwischen fast immer 4 Stats. Und das habe ich alles noch nicht, deswegen arbeite ich noch mit alten Sachen, habe dementsprechend ein leichtes Handicap, aber das kriegen wir schon hin. Und ja, mehr habe ich hier nicht drin, meine ganz normalen Sachen. Ich gehe mit meinem Squire, wie gesagt, auf Leben und Hero Damage. Dass ich, also weil ich habe diesen einen Shard auf meinem Schwert, der diese Beams macht bei meinen ganz normalen Schlagen, die halt mein Fernkampf sind. Super, super praktisch mit dem Squire. Und ich habe halt auch mehr Stats, weil ich ein Schild habe. Deswegen ist der Squire nämlich, finde ich persönlich, sehr gut, was DPS angeht, weil er hat nämlich einen Slot mehr, den er mit Sets betanken kann. Dementsprechend hier hat er mehr Leben und mehr Armor und 2 mehr Shards, die wir einsetzen können. Und ja, das ist sehr praktisch. So, dann kommen wir zu Eevee. Eevee ist dazu da, um das Ganze, ja, um die Barrikade vor den Hexfrauen zu schützen. Das kommt hier vor. Dann können die das halt nicht anschießen. Das wird zurückgeschleudert und macht nochmal ein bisschen Schaden, wobei der Schaden hier bei vollkommen unwichtig ist.
Ich habe jetzt hier irgendwas drauf, weil ich nämlich nicht weiß, ehrlich gesagt, wie man mit der Reflect Note richtig spielt. Ich weiß nicht, was, ob sie Leben braucht oder nicht. Ich hatte auf jeden Fall Crit drauf, weil Crit ist eigentlich immer gut. Und jetzt kommen wir noch gleich zur Proton Beam. Da habe ich jetzt ein Totem drauf, aber nur, weil ich es beim Pyrrhic Empowerment habe. Das heißt, wir kriegen Defense Power dazu, je mehr Leben wir haben. Normalerweise sollte hier ein Medaillon mindestens drauf, dass es halt ordentlich Schaden macht. Also so viel Schaden, wie nur geht. Oder gleich Crit. Crit ist auch immer super. Aber hier, wie gesagt, habe ich das Vampiric Empowerment drauf. Und hier fehlt noch die Frosty Proton Note. Schade, aber die habe ich nicht. Leider. Deswegen müssen wir erstmal unten damit leben. Und es wird auch erstmal so gehen. So, dann setzen wir natürlich quasi das hier hin. Machen wir mal so. Denn die ticken immer nur pro Mob. Das heißt, wenn hier ein Mob drin steht, zum Beispiel hier zwischen, und der hätte beide Notes halt an sich dran, würde es trotzdem nur einfach Schaden machen, weil es eben nur eine Note ist. Aber würde der Gegner hier stehen, würde er doppelt Schaden kriegen, weil zwei verschiedene Notes, die als zwei verschiedene Tower gelten, quasi, ja, hier den Schaden austeilen würden. So, dann haben wir noch unseren Monk, der ist hier, und unsere Flame Aura. Die Flame Aura ist vor allem auch ganz gut da, denn ihr seht ja, wie hoch die geht. Die ist für die Anti-Air jetzt da. Den Anti-Air-Tower nehmen wir nicht mit, weil er auch Projektil hat und somit vollkommen, ja, fast sinnfrei ist. Und ja, das wird unser Setup hier quasi sein. Wir werden das Ganze natürlich über die Lane-Schiffe teilen, weil die Javelin-Thrower, Hex-Thrower, mein Gott, schließlich sehr, sehr, sehr weit schießen können. Und dementsprechend haben wir dann ein Camp vor unserer Barrikade und ein Camp quasi hinten am Spawn, da wo die Viecher halt stehen werden. Müssen dann halt gucken, wie wir das am besten machen. Und das ist so unser Setup. Ja. Die Slow nämlich auch, von daher haben wir Damage und Slow in einem, was ziemlich geil ist. Das ist unser Setup. Ich habe jetzt nochmal die Gun Witch dabei, weil ich sie vielleicht ein bisschen mit equippen möchte, weil ich finde die halt, ich finde die sau cool. Ich meine, die ist reiner DPS-Charakter, also kein einziger Tower, aber ich finde sie halt cool. Super cool. Deswegen nehme ich sie mit, equip sie und kann vielleicht noch ein bisschen Schaden damit machen. Ja, ich würde sagen, mit dem Setup können wir uns dann hoffentlich halbwegs erfolgreich in die ersten paar Wellen vom C6 schmeißen und hoffentlich auch ein, zwei Sachen rauskriegen, die wirklich besser sind als das, was wir ja gerade an uns haben. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich würde sagen, wir sehen in der nächsten Folge wieder, wenn es wirklich actionlastig losgeht ins C6. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!